Peng, Puff, Pau, Plau, Yitz, Zing, 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 Zing. Easy game. Okay, Morde. Wenn das ein Counterpick sein soll, wenn das derselbe ist, dann Omega Lull. Kane ist auch nice. Mit Lethal Tempo machen wir den komplett kaputt. Gegnerischer Toplaner ist nicht dabei von eben. Okay, haben wir tatsächlich komplett anderes Team bekommen. Unser Cinched, ich glaube, Conqueror ist ja sogar okay. Was Cinched, also sollte fein sein. Katarina ist für den Master hier auch okay. Kane ist okay. Mordekaiser ist richtig geil. Samira ist okay. Leona ist meh. Könnte nice werden. Kane-Matchup gewinnen und damit das Game snowballen. Das ist der Gameplan. Ich habe schon wieder nicht Red gestartet. Das ist unglaublich. Cool. Rennen nach links, nach links, nach links. Falsche Richtung. Leute, wieso sollte man nicht Lethal Tempo spielen? Sagt mir mal einen Grund, warum man nicht Lethal Tempo spielen sollte. Late Game mit dem Bild halt irrelevant, weil du im Late Game eh nicht mehr Auto-Attackst. Weil wir nicht On-Hit gehen. So geil! Alter, es ist so strong. Es macht halt aus dem schlechten Early Game von Master Yi einfach ein absolutes Legenden-Early Game. Ich kann es nicht anders sagen. Was macht er hier? Wo geht er hin? Wo will er hin? Da war ein Kane. Was genau tut er hier? Ah. Hat er echt gewartet? Okay, ich brauche Lethal Tempo wieder. Da bin ich ja wieder drin. Lethal Tempo und E brauche ich wieder. Ja gut, müssen wir nicht übertreiben. Wir gehen jetzt einfach back mit dem Gold. Ja, moderat starker back, würde ich sagen. Hä, okay, jetzt ist der Autotech wieder übergesprungen. Also manchmal springt er nicht über. Es ist echt weird. Irgendwas hat sich verändert. Cutter ist nicht SS, das heißt, ich kann hier eigentlich einfach reinlaufen. Ich sollte den Bluebuff holen, weil dann bin ich absolut unfightable, wenn jetzt gleich der Drake-Fight losgeht. Oh, wie die Bock hatte. Eure Pinks sind meine, Leute. Die ganze XP nehme ich mir. Oh, wie die Bock hat da unten, die Samira. Ich hab da auch Bock drauf, aber so passiert da nichts. So kann ich einfach draken gehen. Bisschen riskant hier zu ehen, aber es ist ein Cloud-Drake, der macht mir ziemlich viel Schaden. Na, ich hab die Karte angegriffen! Wie oft mache ich diesen Fehler? Wie unfassbar oft mache ich diesen Fehler? Es ist nicht mehr normal. Ich bin ein Inter erster Güte. Immerhin ist meine Ulti jetzt aber gleich wieder ab und ich kann den hier oben einfach fighten. Der steht 1-0, dafür ulti ich so gerne. Hi, was geht? Was für Ulti? Ohne Lethal Tempo? Actually, das hätte ich mit Conqueror auch gewonnen. Mit Hail of Blades niemals. Flash Q? Na, ich hab schlecht gepasst. Ich voll Idiot. Ich hab zu spät drüber nachgedacht, dass ich einfach auf. Ich hätte einfach ins Vogelpit gehen müssen und flashen müssen. Wenn ihr die Wave pusht, können wir das diven, Leute. Ich hab zwar genug Gold für Draktar und würde auch. Schöne Wave, schöne Wave. Oh, die Bubble. Das war anders attraktiv. Was ist momentan dein Favorite-Build? Das hier. Das baue ich jede Runde, außer es sind mehr als zwei Tanks. Okay, hast du Stun? Sehr schön. Wieso habe ich keine Passive bekommen? Das Blade? Hallo? Ne, man kriegt auch im Tower, kriegt man sie, aber dann ist man halt trotzdem treffbar. Vielleicht habe ich sie in der Millisekunde, in der ich es getriggert habe, auch wieder gecancelt. Aber ich wüsste nicht wie. Kinda weird. So, wir kommen jetzt an mein berühmt-berüchtigtes Mid-Game. Kane hat Form. Leute, wieso zur Hölle?
Alter, das war ja der schlechteste Kane-Kampf, den ich in der Geschichte aller Kane-Kämpfe jemals gemacht habe. Alles, was ich tun muss, ist seine Weh zu curen. Was mache ich? Lass mich wehen von ihm. Einfach nur Brege. Einfach nur legit Brege. Ich glaube, die Botlane wollte eher Botlane fighten, als den Kane zu interrupten, was in meinen Augen jetzt nicht die beste Idee war. But okay. Oh boy, das ist sad. Ich komme. Ich glaube, ich bin zwar nicht mehr rechtzeitig, aber ich komme. War das etwa ein lizenzierter Wolkenvogel-Raid? Ich glaube schon. Absolut geil. Vielen, vielen Dank. Bringt mir jetzt nicht so viel, den Grom dazwischen zu quetschen. But I kinda want to. Oh. Oh. Oh, okay. Oh boy, die macht so viel Ult jetzt, die macht so viel Schaden jetzt, die Ult von Pantheon, seitdem sie die geändert haben. Das ist echt crazy. Jetzt können wir backgehen für Collector. Und dann machen wir Damage. Oh boy, du bist ja so dead. Oh, schöner Dodge. Ulti ist an. Und jetzt sprinten. Was ist das für eine neue Animation? Schöner Fling. Du hast überhaupt kein Movement Speed, Alter. Du brauchst dringend Boots. Du brauchst dringend ausgebaute Boots. Du bist ein Cinched. Ja? Weißt du, als Master Yi-Spieler nicht ausgebaute Boots bauen, das ist ein Ding. Aber als Cinched-Spieler, holy shit. Oh mein Gott, ich hab geintet. Ich wollte auf die Cutter. Oh mein Gott, ich hab schon wieder geintet. Ja, ich habe meine Wege gecancelt. Naja, aber immerhin weiß ich jetzt, dass ich auf jeden Fall Adi-Resi-Boots gehe in dem Game. Okay, könnte ein Engage sein. Könnte kein Engage sein. Spring mal drauf. War ein Engage. Fun Fact. Sick. Komm, ein Auto-Attack. Dass der Tower dann mich gefokust hat, war ein bisschen unlucky, weil wir keine Minions mehr hatten. Ansonsten hätte ich dann noch mehr machen können, aber so war das dann ein bisschen over an der Stelle. Oh mein Gott, ich muss gleich so dringend was essen, Mann. Meine gesamte Ernährung bestand halt heute aus widerlichen Süßigkeiten und zwei Stück guten. Ich merke das richtig, wie mir das gerade fehlt, ey. Beyblade, Beyblade, let it drip. Geh noch näher ran. Sure. Peng, Puff, Pow, Plow, Yeet. Zing, 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 Zing. Easy Game. Was macht ihr da? Ich komme dazu, weil ich habe das Gefühl, dass deren ganzes Team da hinkommen wird. Oh, ich hätte mit der Cutter erholten sollen, instant. Oh nein! Was für ein Ulti-Waste! Ich hasse es! Ich muss mir das echt abgewöhnen, mit Ulti jetzt immer so dumm reinzuhören, weil mit dem Bild habe ich halt so wenig Ulti-Cooldown. Oh, actually, Quickbait. Damn, boy! Damn, boy! That's a thick-ass boy! Da machen wir jetzt noch ein schönes Derax drauf und dann sind wir unkillable. Aber ein Glück bin ich nicht mitgegangen, sonst hätte ich jetzt geultet und wir hätten ja noch nicht gekriegt. Nicht zugegroupt stehen. Kann's vor allem nicht Minion blocken lassen. Ich habe Flash, das heißt, ich kann einfach jemanden verschwinden lassen. Zum Beispiel die Cutter. Die Cutter ist, glaube ich, auch ein gutes Ziel zum Verschwinden lassen. Und wir brauchen, brauchen genug Ablenkung. Also es dürfen mich danach nicht sofort alle fokussen, weil ich brauche mindestens ein Auto-Attack-Reset und der dauert ein kleines bisschen. Na gut, die ist halt einfach tot. Ist sie actually nicht. Lol. Okay. Okay, Game. Easy. Meine Nase juckt. Sick. Thanks for the carry. Ich hab gecarried, was? Okay, nehme ich. Das ist ein schöner Win. Den nehmen wir mit.